will, dann ist es jetzt physikalisch gesehen, ach, das Vorzeichen ist mir jetzt egal. Also F ungleich, sagen wir, F ist irgendwie mit Vorzeichen, dann heißt es, da ist eine Divergenz. Also es entsteht Fluid, ja? Wenn Sie es jetzt als Fluidgleichung interpretieren. Divergenz von Gradient U ist größer 0, heißt Gradient U, ja, hat eine Divergenz, entsteht irgendwo. Und jetzt ganz physikalisch gedacht wieder, so habe ich ja zumindest im letzten Semester angefangen mit den physikalischen Motivationen, wenn wir die Gleichung Divergenz von, ich schreibe es vielleicht nochmal hin, die Divergenz von Gradient U gleich F haben, dann ist eben Gradient U ein Feld, ja, was eine Divergenz hat, wo irgendwie was entsteht. Überall an jedem Punkt entsteht was. Aber das heißt, dass dann da auch was rausfließen muss. Ja, so ist die Intuition. Aber wenn Sie jetzt also zum Beispiel haben f größer 0 und g gleich 0, dann gibt es einen Widerspruch. Das passt nicht zusammen. Also dann sagen Sie, hier soll was entstehen an Fluss, aber am Rand sagen Sie, ja, aber am Rand soll bitte nichts rausfließen. Das geht nicht. So, das war jetzt sehr physikalisch gesprochen. Die Frage ist, wie können wir das denn mathematisch ausdrücken? Mathematisch ist es dann immer noch viel einfacher. Wir setzen mal Phi als 1, die 1-Funktion. Wenn wir als Phi die 1-Funktion setzen, was steht dann da? Dann ist die linke Seite 0. Auf der rechten Seite, Phi ist die 1-Funktion, steht einfach das Integral über f. Ja, und das ist nach dem Bild, was ich gerade gezeichnet habe, ist, wie viel entsteht da im Gebiet? Wie viel Quelle ist da? Wie viel Fluss entsteht da? Das ist das erste Integral und jetzt kommt das zweite Integral. Phi ist immer noch 1, das ist also einfach das Randintegral von g. Ja, und da sehen Sie, also jetzt zum Beispiel, wenn f größer 0 ist, aber g gleich 0, dann stimmt es nicht zusammen. Es muss, also es hat ja eine sehr, hier, wenn Sie an dieses Bild denken, ist es sehr anschaulich. Das f sagt, wie viel im Gebiet entsteht, das g sagt, wie viel aus dem Gebiet rausfließt durch den Rand. Und die zwei Zahlen müssen halt übereinstimmen. Also was total entsteht und das, was total rausfließt, die müssen übereinstimmen. Also nur als Hinweis, und da hätte ich jetzt gar nicht hier auf die Definition schauen müssen, ich hätte auch sagen können, ich integriere die Gleichung n auf. Es wäre eigentlich jetzt noch ein bisschen korrekter gewesen zu sagen, ich integriere, also ich teste sozusagen n mit der 1-Funktion, dann sehe ich, dass ich hier beim partiell integrieren eine 0 bekomme, dann kriege ich das Integral von f und beim partiell integrieren, also eine 0 vom Gradient 1 und dann steht da, dieses f-Integral ist gleich dem g-Integral. Also sozusagen eine glatte Lösung von n gibt es höchstens, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Ja, ansonsten wird es bestimmt keine Lösung geben. So, jetzt können wir den Satz formulieren. Über das Neumann-Problem. Und ich habe ja den Beweis jetzt schon halb gemacht. Naja, ein bisschen übertrieben, aber hier stehen ja schon alle Voraussetzungen, die ich jetzt sinnvollerweise mache. Also Omega seit Timings Rn. Machen wir mal beschränkt, wir brauchen bestimmt Poincaré mit Lipschitzrand, weil wir, haben wir schon gesagt, wir hätten da gerne die Spur. Und dann schreibe ich jetzt das hin, was da steht. F soll mal eine L2-Omega-Funktion sein. G soll eine H1-Omega-Funktion sein. Diese Bedingung muss erfüllt sein, sonst kann ich bestimmt nicht lösen. Also fordere ich diese Bedingung. Integral f gleich, ich schreibe es mit Minus. Ach, warum ändern? Ja, also das Randintegral über g und das f-Integral über Omega, die müssen sich zu 0 aufheben. Also das fordere ich als Bedingung, ja, weil ich weiß, sonst kann ich es eh nicht lösen. Sonst ist es unphysikalisch, dass dann entsteht drinnen mehr als rausfließt oder so. Ja. Aber das soll alles gelten, dann existiert eine schwache Lösung. Ja, hier steht die Definition, U heißt schwache Lösung, wenn das gilt, dann existiert eine schwache Lösung U vom Neumann-Problem N. Schöner Satz, ne? So, jetzt könnten Sie sagen, da fehlt doch was im Satz. Was fehlt denn sozusagen? Was hat man bisher im Satz auch immer stehen? Kommen Sie drauf?
möchte sie ja trainieren, dass sie dann in den Sätzen sofort die Schlüsselwörter abhaken, sozusagen. Welches Schlüsselwort habe ich jetzt nicht verwendet? Ja, Koerzivität brauchen wir im Beweis. Ich habe nicht Eindeutigkeit verwendet. Ja? Ich habe nicht gesagt, es gibt eine eindeutige Lösung. Tatsächlich ist die Lösung nicht eindeutig. Denn wenn Sie U um eine Konstante verschieben, stellen Sie mal vor, Sie haben eine Lösung U und jetzt machen Sie plus 1. Sie verschieben die um 1 nach oben. Dann ändert es an Laplace U gar nichts. Also bleibt die erste Gleichung erhalten. Am Gradienten U ändert es aber auch nichts, also bleibt diese Gleichung auch erhalten. Das heißt, Sie können immer U um Konstanten verschieben. Also ist die Eindeutigkeitsaussage ein bisschen abgeschwächt, aber ich kann sagen, bis auf Verschiebung um Konstante und vielleicht Verschiebung, sagen wir mal, U-Schlange gleich U plus C, das meine ich jetzt mit Verschiebung, ja, ist die Lösung eindeutig. So, ist jetzt ein sehr viel kürzerer Beweis als der vorhin. Und trotzdem bleibe ich dabei, der Beweis wird jetzt auch nicht länger, Entschuldigung, kürzerer Satz als vorhin, aber ich behaupte, der Beweis wird jetzt auch nicht länger. Also schaffen wir jetzt auch so auf einer Seite. Wie beweisen wir diesen Satz? Ja, und das ist halt jetzt, naja, ich finde, eigentlich ist es erstmal nicht so klar, weil man ja nicht, also man hat nicht H1,0, denn in dem Raum wollen wir nicht lösen, wir wollen H1 lösen. Die Randbedingungen kennen wir ja nicht. Ja, also ist irgendwie erstmal nicht so klar. Auch wir haben ja gar keine Eindeutigkeit, also es kann irgendwie nicht so ganz trivial, Lex Möglichum kann es nicht sein, der liefert ja immer eine eindeutige Lösung. Also irgendwie müssen wir noch einen Trick machen. Aber der Trick ist nicht schwierig. Im Grunde steht der Raum nämlich schon da. Es muss ja H1 sein. Also ich wandle den aber jetzt noch ein bisschen ab. Mein Hilbertraum soll sein, die Funktion U in H1 Omega. So, und jetzt versuche ich sozusagen die Intuition reinzustecken, dass ich sage, ich kann ja immer die Lösung um Konstanten verschieben. Aber wenn ich nicht eine Lösung habe, ich kann nur eine Konstante verschieben. Dann müssen wir jetzt irgendwie die Lösung normalisieren. Wir müssen irgendwie sagen, ja, sie soll, aber wir können jetzt sagen, die soll in einem Punkt gleich 0 sein, in einem festen Punkt. Ja? Im Ursprung soll sie 0 sein. Ist aber eine ganz schlechte Bedingung, weil die ja gar keine Punktwerte hat. Also was könnten wir sonst nehmen? Ich könnte zum Beispiel einen Mittelwert nehmen. Der Mittelwert über Omega soll 0 sein. Ja, also Sie können noch durch die Gebietsgröße teilen. Sie wissen, das mache ich eigentlich ganz gern, weil es irgendwie noch anschaulicher ist, der Mittelwert. Aber es ist natürlich völlig äquivalent, wenn Sie einfach sagen, das Integral über Omega soll 0 sein. Einfach zum Normieren. Ja? Dann können Sie jetzt nicht mehr, jetzt können Sie nicht mehr die eine Lösung hochschieben und haben eine andere in demselben Hilbertraum. Die neue ist dann nicht mehr im Hilbertraum. Gut. Was ist die Bilinearform? Wir brauchen jetzt ein A von H kreuz H nach R. Ja, simpel, steht ja da. Das ist die Bilinearform. Also A von UV ist tatsächlich einfach Integral Gradient U Gradient V, wie vorher. Ist das koerziv? Ich schreibe erstmal hin, ist koerziv. Also ja, ist linear und stetig. Ach so, fehlt ja noch eine Sache. Also erstmal, linear, ja, weil Integrale linear sind. Stetig, ja, weil U in H1 ist und V in H1 und dann sind Gradienten in L2, also kann ich das hinschreiben. Gut. Was ich noch nicht gemacht habe, ist denn H überhaupt ein Hilbertraum? Aber ja, das ist nämlich H1 ist ein Hilbertraum und das ist jetzt einfach ein abgeschlossener Unterraum des Hilbertraums und als solcher wieder ein Hilbertraum. Ja, mit demselben Skalarprodukt haben Sie wieder einen Hilbertraum. So, und ich war ein bisschen schnell, ich war schon bei der Koerzivität. Ich behaupte, es ist sogar koerziv. Und das liegt wieder an Poincaré. Aber jetzt dürfen Sie natürlich sich fragen, Moment, Moment. Poincaré haben wir doch bewiesen, wenn die Randwerte 0 sind. Ja, aber, deswegen mache ich den Poincaré ja immer in einer allgemeinen Form, wir haben auch einen Poincaré mit Mittelwert 0. Ja, wir haben bewiesen, Poincaré gilt auch, wenn ich als Funktionsklasse, die ich betrachte, so wie hier, nur Funktionen nehme, die einen Mittelwert 0 haben.
Weil der Beweis lief ja so, dass dann am Schluss konvergiert irgendwas, was man zum Widerspruch führen will, gegen eine konstante Funktion. Und die konstante Funktion ist dann auch wieder in dem Raum. Aber die Bedingung sorgt dafür, dass die konstante Funktion dann die Nullfunktion ist. Und das lieferte dann den Widerspruch. Also Poincaré mit Mittelwert 0. Also ist es größer gleich die H-Norm von U Quadrat, wenn ich für V gleich U setze. Schreibe ich gar nicht mehr hin. Ist korrektiv. Dann nochmal Lex Milgram. Achso, Lex Milgram ich muss natürlich sagen, mit welcher rechten Seite, ich nenne die mal Groß F, die geht vom Hilbertraum nach R. Und das ist die Form, für die wir schon festgestellt haben, dass es eine Linearform ist. Ja? Das, was hier steht, das Omega-Integral F Phi und das Randintegral. Also ein Phi wird geworfen auf Omega-Integral F Phi plus Randintegral G Phi. Dieses F ist in H', also es ist linear und es ist stetig. Gut, haben wir vorher schon gecheckt. Und damit, ja, Lex Milgram sagt dann, es gibt ein eindeutiges, komisch, warum ist es jetzt eindeutig? Also Lex Milgram sagt, es gibt ein eindeutiges U in H, sodass eben A von U, Punkt gleich F, dieses F ist. Und das ist aber genau die schwache Form der Gleichung. Das A von U, Punkt ist dieses F. Ja, also die Lösung U, die eindeutige Lösung U in H ist eine Lösung, also haben wir, und zwar eine schwache Lösung, also haben wir hier die Existenzaussage bewiesen. So, warum haben wir jetzt eine Lösung? Das beantworten Sie mir jetzt wahrscheinlich nicht, weil es zu banal ist. Machen Sie es trotzdem. Genau, also wir haben eben in dem H nur eine Lösung, weil wir da normiert haben. Wir kriegen natürlich andere Lösungen der Gleichung, wenn wir noch um C verschieben, dann hätten wir andere Lösungen in H1, aber in dem Raum H mit dieser Normierung ist die Lösung eben eindeutig. Gut, also das zeigt die Eindeutigkeit. Zwei verschiedene Lösungen, dann ist die Differenz eine Lösung der Gleichung mit rechter Seite F0 und mit G gleich 0. Und die Lösung davon ist, okay, ich vergesse es nochmal kurz. Also, warum die Eindeutigkeit? Das war jetzt eher ein anschauliches Argument, dass unsere Lösung eben, warum die eindeutig ist, weil wir in H suchen. Machen wir es mal richtig. Bis auf Verschiebung und Konstanten ist die Lösung eindeutig. Also eine Lösung U1 ist Lösung und eine Lösung U2 ist Lösung. Zu demselben F und G. Die Differenz der beiden ist eine Lösung zu F gleich 0 und G gleich 0. Okay. Die Differenz ist eine Lösung zu F gleich 0 und G gleich 0. Ah ja. Dann wähle ich jetzt, es lohnt sich doch nochmal eine Zeile zu schreiben wahrscheinlich. Also U1 minus U2, das ist jetzt nur so als Notiz irgendwo, ist eine Lösung zu F gleich G gleich 0. Und ich definiere mir jetzt ein, ich nenne es mal D, weil es nicht das C von da ist. D soll jetzt mal das Integral von U1 minus U2 sein. Jetzt nehme ich aber wirklich mal den Mittelwert. Mit Mittelwert kann man leichter denken. Dann nehme ich die neue Funktion, nicht U1 minus U2, sondern ich ziehe noch den Mittelwert ab, diese konstante Funktion gleich d, die ziehe ich ab. Das löst dann immer noch die Gleichung, ja, weil, das haben wir vorhin gecheckt, also eine konstante Funktion löst dann einfach die Gleichung, weil der Gradient 0 ist und weil Laplace 0 ist und hat den Mittelwert oder hat das Integral, schreiben wir vielleicht nochmal hin, U1 minus U2 minus D, das integriert, was gibt es? Na, U1 minus U2 integriert gibt D mal Maß von Omega und D integriert gibt auch D mal Maß von Omega. Also kommt da 0 raus. Das heißt, U1 minus U2 minus D, minus diese konstante Funktion, das ist eine Lösung in H. Diese Lösung ist eindeutig. Also, und
f gleich g gleich 0, also ist die Lösung 0, denn 0 ist ja auch eine Lösung. Ja, also u1 minus u2 gleich d, weil das Ding hier ja 0 ist, aus dem, was wir hier im Schritt 1 gemacht haben sozusagen. Und da steht genau, die Differenz der Lösung ist einfach eine konstante Funktion. Also bis auf diese Verschiebung ist es eindeutig, oder die Differenz zweier beliebiger Lösungen ist eine konstante Funktion. So, also eigentlich ist da wirklich erst da fertig. Es lohnt sich schon, da nochmal über die Eindeutigkeit zu reden. So, jetzt habe ich alles erzählt, was für mich noch zu diesem Kapitel gehörte, so als Nachgeplänkel. Und naja, dass wir jetzt nicht mit dem neuen Stoff anfangen, ist, glaube ich, klar. Ich glaube, ist jetzt keiner böse, wenn wir das jetzt hier einfach beenden. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite zu diesem? Also wir sind jetzt sozusagen, im Buch gesprochen, sind wir jetzt mit 6.1 und 6.2 fertig. Und genau, jetzt kommt 6.3 und das ist die Regularität. Also wir wollen jetzt diese, was ich am Anfang eigentlich angekündigt hatte, ich wollte es hier schon ganz heiß machen, ich hoffe, das muss ich das nächste Mal dann nicht nochmal. Wenn die rechte Seite L2 ist, denken wir, dass die Lösung in H2 sein sollte. Und das werden wir auch bekommen. Aber da muss man dann ein bisschen arbeiten. Also das ist dann nicht mehr so nettes Lex Milgram, Form ist koerziv, sondern da muss man jetzt dann wirklich mal ein bisschen arbeiten. Aber ist jetzt auch nicht, ist auch nicht mega schwer, aber ein bisschen schwerer als das jetzige. Gut, dann war es das mit Vorlesung 18.